Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, letztes Mal beim fetten Relaxo aufgehört und jetzt müssen wir auf jeden Fall zuerst ins Poké-Center. Waren einige Kämpfe, letztes Mal war hier noch so ein Item, das habe ich aufgesammelt, okay. Hab ich gerade in der gerenderten Folge gedacht, ich hätte das einfach liegen lassen. Hätte ich mir zugedruckt. Oh, da ist hier noch ein Spieler. Versuch dein Glück gegen mich. Na, dann versucht man doch gleich unser Glück. Schauen wir mal, was wird. Der hat zwei Pokémon. Und der hat einen Quapsel. Oh, so ein süßes Pokémon. Sogar ein Wasser-Pokémon. Weg mit dir. Pfui, pfui, pfui. Nein, Hypnose. Ich will nicht schlafen. Ich will doch nicht schlafen. Okay. Ja, ja. Wir kratzen das so lange, bis wir aufwachen. Aquaknarre. Ja, sehr effektiv. Ein Glück bin ich so gut gelevelt. Ich glaube, einmal noch, dann wach mal auf. Ich habe sogar einen Aufwecker im Inventar. Und das will ich jetzt in so einem Billow-Fight doch nicht verwenden. Komm schon, wach auf. Ja, aufgewacht. Und Kratzer. Tschüss, Quapsel. Und Level 35. Ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir heute einen Glurak bekommen. Und ein Sepia, das ist wunderschön. Nee, ich werde es nicht wechseln. Wird zwar Sinn machen, Pikachu einzusetzen, aber Glutexo leveln hat für mich gerade Vorrang. Meine Verteidigung sinkt, so ein Mist. Was wäre man nur tun? Ah, es wird gar nicht mehr zum weiteren Angriff kommen. Das ist natürlich hervorragend. Das Glück hat mich verlassen. Ja. So, jetzt aber dringend ins Poké-Center und dann in die Dicta-Höhle. Hier oben war es, glaube ich. Ja, da ist es ja. So, einmal bitte wieder voll machen. Die fühlen sich nicht so gut. Ja. Eine leichtere Animation und eine kürzere hätte es auch getan. Ja. Ich brauche doch nicht ständig einen Roman. Zerschneider haben wir, glaube ich, noch kein Pokémon beigebracht. Das sollte man vielleicht davor tun. In mein Beutelchen schauen. Natürlich, Zerschneider, okay. Wer kann die denn lernen? Nidoking, auch. Polente. Dann soll ich doch Polente tun. Maschine bereit. Ach, das sieht immer so putzig aus. Ja, saugt das Wissen auf der Umgebung. Polente erlernt Zerschneider. Sehr gut. Ich frag mich, was wir mit dieser Attacke alles machen können. Ab in den Dicta-Tunnel. Hier gibt es nur zwei Pokémon, wenn ich mich korrekt erinnere. Das ist cool. Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vertania City. Ja, ja. Richtig, richtig cool hier. Ja, vielleicht als Verbindungsweg. Ich bin gespannt, was mich angreift. Es ist ein Dick da. Und gleich ist kein Dick mehr da. Glut. Achso, ich sollte das ja fangen. Irgendwann will ich ja meinen Detektor, damit Professor Eich endlich stolz auf mich ist. Na gut, beim nächsten gebe ich mir Mühe, das zu fangen. Ganz viel. Ein wunderschönes Exemplar von einem Dick da. Das hält doch bestimmt ein Kratzerchen aus. Die Antwort war nein. Na gut. Dann habe ich aber keine schwächere Attacke. Boah. Nein, ich will doch nicht den Bericht von dir, Tauboge. Du sollst einfach nur für mich kämpfen. Ich glaube, Flug ist gegen Boden nicht so... Oh, was ist denn da? Das war eine interessante Animation. Ist egal. Ein schönes Level haben die. Nach der Episode würde ich wahrscheinlich wieder Pokémon trainieren. Da werde ich, wenn es denn möglich ist... Nein, Schaufler. Ja, natürlich geht Tackle jetzt daneben. Soll ich nochmal tackeln? Es hat keine Wirkung auf Tauboga. Boah. Aber warum nicht? Schwebt Tauboga die ganze Zeit nicht schon wieder Schaufler? Komm mal wieder nach oben, mein Freund. Ja, Schaufler keine Wirkung, warum auch immer.
Ich meine, bei schwebenden Viechern klar, aber... Na, egal. Ich nehme es einfach mal hin. Pokéball. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Ich will keinen Pokéball verschwenden. Ja. Rein in den Ball und jetzt rein in die Box. Achso, erstmal ein Pokédex-Eintrag. Es gräbt sich in geringer Tiefe durch den Erdboden. Dadurch hinterlässt es durchwühlte Erde und ist somit leicht zu finden. Ja. Ja. Schön in Box 1. Wir werden die später besuchen. Eventuell. Eventuell auch nicht. Das ist eine ganz schöne Höhle, die ihr da gebuddelt habt. Muss ich jetzt doch auch zugeben. Boah, ich glaube, jetzt haben wir genug davon. Jetzt können wir Glutexo. Intensität 7. Oh je. Ach, hat hier keine Wirkung auf mich. Vielleicht doch ganz gut, dass Tauboga hier draußen ist. Ja. Hey, das kratzt mich. Das funktioniert zumindest. Das wird's bestimmt freuen. So. Sehr schön her mit den EP. So, jetzt würde ich aber sagen, Glutexo hat sich nicht umsonst die Spitze an meinem Team. Die Spitze an meinem Team verdient. Er soll auch wieder dahin. Ein Wanderer. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ah, diese Hinweise vom Spiel. Ich bin keine Ahnung. Dickdas Höhle, das macht Sinn. Keine Ahnung, was mir das Spiel schon wieder für einen Hint geben will. Ich glaube, ich muss hier echt das im Dora-Style machen. Wisst ihr, was das Spiel damit gemeint haben kann? Oh, hier sitzt ein Streber. Auch wenn ein vielleicht eine andere Stimme. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Gut zu wissen. Also ist ein totes Pokémon nicht nur schmackhaft, sondern auch noch nützlich, was das angeht. Ich suche nach Abra. Tausche ich gegen Pantymosh? Aber ich glaube, ich habe keinen Abra. Zumindest nicht auf der Hand. Und wegen euch werde ich nicht zum Pokécenter gehen. Ich behalte dich aber in Erinnerung. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Wow, Wahnsinn. Der Moment, auf den wir jetzt 10 Episoden hingefiebert haben, endlich kommt er. Das müssen wir genießen. Also, möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja. Polente setzt Zerschneider ein. Guckt euch mal an. Bam, Busch verschwunden. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Gut, weiter im Text. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisassistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05 ist es Surfer? Ich glaube nicht. Ja, ich habe bestimmt 10 gefangen. Ja, 22. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. VM5. Bin ich gespannt, was das ist. Ah, da steht's ja. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. So, die haben irgendwie beide gelispelt. Hab die nicht distinktiv genug gemacht. Ein Äther. Und ein Paraheiler. Es wird immer besser. Und wo kommen wir hier lang? Ich glaube, das ist direkt Vertania City hier. Ja. Ich brauche hier auch keinen Roman. Setz doch einfach den Zerschneider ein. Das haben die späteren Spiele dann besser gemacht. So, wo geht's hier hin? Ist das der Vertania Wald? Ja, da wollte ich gar nicht rein. Schnell wieder raus hier. Wir müssen doch zum Felstunnel. So, dann können wir uns hier wieder durchhäckseln. Ja, ich bin mir sicher, dass ich es hier einsetzen möchte. Dankeschön, Spiel. So, aber interessant, dass hier Blitz war. Wie kommen wir denn jetzt am besten nach Azuria City wieder? Ich glaube einfach... lass mich mal nachdenken. Der herkömmliche Weg war ja über den Mondberg, aber ich will doch nicht mehr über den Mondberg. Ja, ein Glück sind wir zuerst in Dickdas Höhle.
So, wir gehen jetzt nochmal nach Urania City oder wie das Kaff am See hieß. Und dadurch können wir leichter nach Azuria City. Doch einen Mondberg will ich nicht nochmal. Los, Glutexo, du musst stärker werden. Ich noch ein paar Milchprodukte. Am besten in der Episode. Mag's nicht, wenn sich ein Pokémon außerhalb einer Episode entwickeln sollte. Weiß nicht, was ich dann in meinem geistigen Zustand machen werde. Wahrscheinlich das Let's Play neu aufnehmen. Oder einen Speicherstand laden. Nein, ich wollte doch keinen Kratz einsetzen. Achso, das überlebst du ja eh nicht. Na gut. Hab nichts falsch gemacht, das ist doch wunderbar. Gefühl greift mich auf dem Rückweg jetzt aber mehr an. Warum ist das so? Und warum ist noch kein Diktrie aufgetaucht? Weiterentwicklung heißt, glaub ich, Diktrie. Ich bin mir fast sicher, dass es so heißt. Wow, das hat sogar ausgehalten. Und jetzt wird man ordentlich durchgeschüttelt. Ist ja wie in der Kajüte des Captains in der letzten Episode. Na gut. Wow, her mit den EP. Komm schon, wir sind gleich wieder am Ausgang. Greift mich doch nicht an. Glaub, ich hätte auch Schutz dabei. Extra für den Fall in den Höhlen. Aber wir müssen ja durch einen Felstunnel. Das wird da nicht besser. Da wäre mal wieder von Zubats zur Weißglut getrieben, würde ich mal sagen. Wenn wir keinen Schutz haben. So. Komm schon, wie lang ist denn der Tunnel? Der ist auf dem Rückweg definitiv länger. Oh, seht an, ein Dickter. Na gut. Mal die Flammenwerfergeschütze auspacken. Ja. Tschüss, Dickter. Aber zum Leveln wunderbar eigentlich. Komm schon, hier. Da ist er. Die Leiter nach oben. Und auf dem letzten Meter nochmal angegriffen. Heimtückisch überfallen. Na gut. Flammenwurf, da kann gar nichts mehr schief gehen. Und dann würde ich sagen, ein kurzer Abstecher im Pokécenter. Einfach weil wir jetzt so viel Attacken schon wieder einsetzen mussten. Und ich nicht weiß, wo wir das nächste erreichen. Beim Markt weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Rein ins Pokécenter. Ja, wir haben uns gerade gesehen. Ja, ja, ich weiß. Ja, es macht ihr toll. Super, dass es gratis ist. Keine Ahnung, wie ihr Geld verdient. Bestimmt durch Daten sammeln. Und meine Daten dann an Fremdfirmen verkaufen. So, bin ich noch richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Kann man da schon durch? Nee, der hat seinen... Ich schieb hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Ja, ist ja gut. Na gut, dann durch den Tunnelfahrt. Ich hab doch richtig gewusst, dass man hier öfter lang muss. Und mein Select-Knopf. Yay, ein Fahrrad. Oh. Immer die schöne Musik hier. Und das ging doch jetzt ganz schnell. So, jetzt schätze ich, das war irgendwo rechts, wo wir schon Büsche gesehen haben, wo wir den Zerschneider einsetzen können. Wir schauen aber davor nach unserem Carpador. Haben wir irgendwann mal eingeliefert mit Zwangsjacke, hat hoffentlich schon jetzt Level 100. Toll entwickelt, um 8 Level gestiegen. Das heißt, es ist jetzt auf Level 15, das reicht noch nicht. Ja, das hast du gut gemacht. $900. Nee. Behalt das mal. Das fühlt sich wohl bei dir. Nee, 8 Level reichten echt noch nicht. Na egal. Wir werden uns hoffentlich irgendwann an es erinnern. Und das wird keine 100.000 kosten oder so. Zerschneider. Eine wahnsinnige Attacke. Die ich nicht mehr loskrieg von meinem Polente. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Na gut. Deswegen war ich im Pokécenter. Sieht nämlich hier auch danach so aus, als ob wir nicht zurückkehren können. Also meine Trainingspläne gehen vielleicht nach hinten los. Weil einmal über die Stufen hier gesprungen und ich sehe keinen Weg mehr zurück. Yay, her mit den EP. Ein Knuffenser.
Ich will keinen Knuffinser. Das ist aber auch ein faszinierender Name von ihr. Ingeborg. Den habe ich zumindest schon mal im echten Leben gehört. Ich würde Eltern, werdenden Eltern nicht empfehlen, ihr Kind so zu nennen. Wenn es nicht gemobbt werden will. Vielleicht Inge oder so, aber das ist auch schon an der Grenze. Oder Ingrid, das ist doch alles veraltet. Nichts gegen die Namen, aber schont eure Kinder. Schlimm genug, dass ich Lukas heiße. Nee, der Name ist in Ordnung. Ist zwar auch schon alt, aber einen Namen braucht man ja. Gut, jetzt genug gelabert. Picknickerin wurde besiegt, hoffe ich zumindest. Ja, hab ich richtig mitgezählt. Hab ich mal wieder richtig mitgezählt. Es freut mich immer, wenn das passiert. Ein Item. Aeroas. Ja, wunderbar. Schöne Attacke. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Lass deine Langeweile doch nicht an so einem kleinen Kind wie mir aus. Ein Macholo. Gegen Macholo hilft Flammenwurf. Ja. Ja, würde ich sagen, das hat geholfen. Ich glaube, nach dem Kampf. Ja, Level 36. Ich weiß, was das heißt. Ihr wahrscheinlich auch. Und ein Onyx. Wieder die Rocco-Flashbacks. Aber wir haben ja Metallklaue. Ich bin gerüstet. Komm schon. Ah. Oh. Sehr effektiv, aber kein One-Shot. Und jetzt härtmert sich das Ding auch noch ab. Aber ich glaube trotzdem. Metallklaue und weg ist das Vieh. Haben wir auch noch nicht gefangen. Vielleicht im Felstunnel. Wer weiß, was da alles passiert. Was im Felstunnel passieren wird, wird im Felstunnel bleiben. Oder in eine Pokébox geschickt. War das etwa schon alles? Oh, ich habe kein einsatzbereites Pokémon übrig. Und wir gewinnen ein bisschen Geld. Hey, Glutexo entwickelt sich. Ja, endlich kriege ich mein Glurexo. Also zumindest, wenn es irgendwie während der Entwicklung schief gehen würde. Und es ist ein schöner orangener Drache, das coolste Pokémon, wo es gibt. Sehr schön. Glurak. Flügelschlag. Ja, auf jeden Fall. Ja, was vergisst du am besten zu Flügelschlag? Glaub, Glut braucht man nicht mehr. Ein, zwei und schwupp. Glurak hat Glut vergessen und er lernt Flügelschlag. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich finde das schön. Ein Schild. Route 9, Azuria City, Filztunnel. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. No, es geht. Es geht. Meinem Glurak gebe ich ein bisschen zu viel Snacks und das ist ein bisschen fetter geworden. Ja, trotzdem. Oh, ein Fukano. Ah, schaut euch das Glurak an. Wir werden zwar bedroht vom Fukano, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Aber wir versuchen es trotzdem. Nein, Brüller. Na, Tauboga. Du bist der Auserwählte. Mach mal auch mal Wirbelwind. Yay, ich werd beschnüffelt. So, Wirbelwind. Kann ich auch. Ah, es schlug viel. Wirbelwind hätte das Fukano auch vom Platz gefegt. Mach mal Windstoß. Vielleicht bringt das was. Nö. Meine Verteidigung sinkt. Das stinkt. Nochmal ein Windstoß. Das reicht jetzt hoffentlich. Ja. Ja, ja. Das hat gereicht. Glumander. Wo hat der einen Glumander her? Was setzt man dagegen ein? Ein Glurak. Ich glaube, das ist eine super Idee. Oh, so ein schönes Pokémon. Also Glumander und Glurak mag ich extrem. Die Zwischenform Glutexo, die wirkt wie so ein, keine Ahnung, Teenager, der eine Emo-Phase durchmacht. Mit Glutexo bin ich nie so warm geworden. Aber Glurak ist dann wieder beste Pokémon, wo gibt. Schnell und präzise besiegt. For $20.
Ich stehe jeden Tag früh auf, um meinen Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Ach, um meine Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Der Popfilter von meinem Mikro verdeckt teilweise den Text hier. Muss ich eine Lösung für finden? Gibo mag ich eigentlich auch, aber das sieht schrecklich aus. Weg mit dir. So ganz krumme Beinchen. Boah. Besser besiegt als noch vor uns. Ach, nochmal ein Bibo. Ah, Romeo, wieso hast du denn keine anderen Pokémon? Tschüss, Bibo. War nett, dich kennengelernt zu haben. Und Romeo wird besiegt. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Gegen mich zu kämpfen oder deine Pokémon zu fliegen? So schlecht waren die doch gar nicht. Ah, wir kommen sogar zurück. Das ist gut zu wissen. Ein Habitat. Das hab ich doch schon gefangen. So, ein Kratzer reicht hoffentlich. Ich kann hier nicht meinen ganzen Flammenwurf verschwenden. Ja, wunderbar. Liegt hier was? Äther! Wer vergisst seine ganzen Sachen an den aus den Steinen da rauszunehmen? Ist egal. Ich glaube, dann müssen wir hier weiter. Da ist auf jeden Fall noch ein Käfersammler. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Wollen wir wetten? Am besten um ganz, ganz viel Geld. Na, Roland, der Käfersammler. Ein Raub hier auf Level 20. Wie hast du das schon wieder geschafft? Die musst du entwickeln, du Knirps. Boah. So kann das nichts werden. So kann das einfach nichts werden. Ich wünschte, ich hätte gewettet. Ah, der hat bestimmt nur so 200 Poké-Dollar dabei. Kriege ich nicht mal einen Trank für. Schon ziemlich inflationär, was hier in der Pokémon-Welt Zeug kostet. Ein Fahrrad hat 1 Million gekostet. Ein Trank 300 oder so. Nicht einfach die Wirtschaft. Oh, ein Blutzug. Das sieht auch unfreundlicher aus, als ich es in Erinnerung habe. Kratzen wir es mal. Dem möchte ich nicht nachts in der dunklen Gasse begegnen. Nein, ein Superschall. Wieso habe ich keinen Flammenwurf eingesetzt? Jetzt verletze ich mich höchstens selber. Ja. Sieht bestimmt lustig aus, wie ich mit meiner Kralle aushole und dann einfach über meine großen Glurak-Füße stolper. Komm schon, trotz Verwirrung kannst du attackieren. Wie ein Dementkranker. Es tut mir leid. Nein, kein Giftpuder. Ich mag kein Giftpuder. Deswegen immer die Attacke, die sicher killt. Gegner nicht am Leben lassen. Dann muss man wieder ins Poké. Alter! Du kannst es doch wohl kratzen. Ich bin schon konfus genug. Ja, ich werde auch durchs Gift verletzt. Das ist herzallerliebst. Gut, nicht mehr verwirrt. Ein Kratzer. Wunderbar. Yay. 240 Dollar. Das hat sich nicht gelohnt. Hab ich Gegengift? Ich hoffe, ich habe Gegengift oder irgendeine Beere. Beerentüte öffnen. Selbstheilung, Paralyse, weckt Schlafendes, bei Vergiftung. Okay. Glurak. Yum, 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 yum. Sehr gut, der ist nicht mehr vergiftet. Dann habe ich hoffentlich noch so eine Art Trank. Ja, 5 Stück. Die braucht man auch, um das wieder aufzufüllen. Ja, ich brauche nicht jedes Mal die Animation. Naja, bevor ich ins Pokémon Center rennen muss, machen wir es lieber so. Sind die Tränke auch mal aufgebraucht? Ansonsten. Ja, ein Hypertrank oder so ist ja noch nützlicher. Okay. Boah, passt. Glurak geht's wieder wunderbar. Oh, ein dunkler Spot. Eine Marronbeere. Steck ich mal gleich in meine Bierentasche. Du hast keine Chance, du nerviges Balk. Was ist mit den Leuten hier? Wieso sind die alle so unfreundlich? In Orania City war jeder einzelne freundlich. Die scheiß Wanderer, die denken auch, die wären's. So, ein Glück kann ich noch mit Teilklaue. Werd mal das Kleinstein eben noch kleiner machen, wenn es sein muss. Ja.
Komm schon. Nach dem Kampf Level 37. Ich wette, der hat wieder ein Onix als drittes Pokémon. Das ist so vorhersehbar. So vorhersehbar. Ihr müsst mal gemischtere Teams machen. Sonst wird es ja zu einfach. Okay. Level 37, yes. Ah, ein Macholo. Und ich habe wieder das Hilfemenü getroffen. Na gut, dann beschwere ich mich nicht über das Spiel. Ich kann ja auch ab und zu überrascht werden. Mit dem Macholo hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und das Macholo hat nicht damit gerechnet, dass ich so viel stärker bin. Ist das nicht schön? Giesbert wurde besiegt. Was ist passiert? Ist das der richtige Weg? Anscheinend. Hier gibt es noch Feinde. Trau dich ruhig, mit mir zu kämpfen. Ja, warum nicht? Was hat die in den Kampf geschickt? Ein Mauzi. Miauch, genau. Du magst doch bestimmt auch keinen Flammenwurf. Könnte ich wetten. Nicht sonderlich. Ich muss sagen, das hat es nicht sonderlich gut bewältigt. Okay, Isolde wird besiegt. Das war zu viel des Guten. Hier mit eurem ganzen Geld. Muss ich da unten eigentlich noch was machen? Ah, da ist ein Pokécenter. Und was sind hier für Pokémon drin? Einfach hoffentlich kein... ein Voltoball. Das müssen wir fangen. Pokémon, was nehmen wir denn? Pikachu, Tauboga. Tauboga ist relativ schlecht gegen Elektroviecher. Wie ein Kreideschrei. Senkt auch meine Verteidigung. Interessant. So, dann einmal Windstoß. Komm schon, überleb. Aber überleb doch nicht so gut. Na gut. Windstoß noch einmal. Vielleicht wird es ja ein Volltreffer. Nee, passt. So, jetzt die Frage. Setzt man das nochmal ein? Ich würde sagen, ja. Bitte kein Volltreffer. Sonst war die ganze Mühe für die... Katz. Ich bin begeistert. Immer begeistert, wenn sowas passiert. Das ist so typisch. Komm, ein Voltoball bitte. Ja, toll, Rettern. Mit dem Rettern kann ich nichts anfangen. Flammenwurf. Na komm. Ein Pokémon versucht mal hier noch anzutreffen. Ansonsten hat das hier keinen großen Wert. Ja, super. Ein Habitak auf Level 16. Na, immerhin Level 16. Flammenwurf. Sehr schön. So. Glurak. Oh. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Schön. Voltoball kehrt zurück. Los, Tauboga. Diesmal machen wir es aber gescheit. Wir tackeln das, glaube ich, einmal und dann. Dann zücken wir den Pokéball. So, ein Tackle. Hey, ich wollte dich doch tackeln, nicht umgekehrt. Ah, das tackeln wir nochmal. Wenn es jetzt ein Volltreffer wird, raste ich aus. Nee, geht daneben die Attacke. Das ist natürlich auch eine Option. Tackle. Yay. Mensch, das ist immer so herausfordernd, so niedrig levelige Dinger dann irgendwann zu fangen. Ein Pokéball. Komm schon. Lass dich ohne Widerstand... Okay, dann eben mit Widerstand. Dann eben mit Widerstand. Was stellst du dich jetzt so an? Ist der Pokéball nicht bequem genug? Einen Superball werde ich wegen dir nicht opfern. So viel Zeug habe ich nicht. Komm schon, nochmal. Ja! Ja, gefangen. Sehr gut. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Eine Lebensform, deren Ursprung ungeklärt ist. Man sagt, es setzt Kreideschrei oder plötzlich Finale ein. Stimmt. Ne, kein Spitznamen. Finale. Ich dachte, das macht nur ein Smogon oder so. Smogmog.
wo sie es einfach selbst kamikaze-mäßig umbringen. Na gut, links von mir ist der Eingang zum Felstunnel. Ja, die heilt mich nochmal kurz hoch. Das machst du sehr gut. Wunderbar. Ja, ich komme jederzeit wieder, wenn es denn nötig ist. So, dann würde ich sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.